Wir alle haben Ziele und wir alle haben unseren eigenen Weg, diese Ziele zu verfolgen. Mal brauchen wir einen guten Rat, um diesen Weg zu gehen und unsere Ziele zu erreichen, mal einen Freund, der an unserer Seite steht. Was uns auf diesem Weg aber jeden Tag begleiten muss, das ist Respekt. Den Respekt der anderen für unsere Ziele, für unsere Meinung, für unsere Lebensweise, aber auch unseren Respekt für andere, für ihr Denken und Handeln. Denn erst wenn wir respektiert werden, wie wir sind, und erst wenn wir die anderen in ihrem Anderssein respektieren, können wir uns untereinander austauschen, uns einbringen, uns entfalten. 361 Grad Respekt, das ist im Klassenzimmer genauso wichtig wie auf dem Fußballplatz, unter Kolleginnen und Kollegen genauso unerlässlich wie unter Freunden. Respekt heißt nicht, dass man immer der gleichen Meinung sein muss. Respekt heißt auch nicht, dass man sich nicht gegenseitig kritisieren kann. Aber Respekt ist die Grundlage dafür, dass man sich trotz unterschiedlicher Meinung noch in die Augen sehen kann. Nur so bringt man sich gegenseitig voran und lernt voneinander. Und nur so kann eine Gesellschaft funktionieren. Der Jugendwettbewerb 361 Grad Respekt fördert den respektvollen Umgang und damit den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Das unterstütze ich gerne als Schirmherrin. Auch ihr könnt euren Beitrag leisten. Beteiligt euch mit einem Video. Ich bin gespannt auf eure Ideen.